Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Ich habe ja schon gesagt, das Update wird am 30. kommen für euch gestern und bringt zwei unfassbar geile Features mit rein. Ich hoffe, ihr habt alle ganz, ganz, ganz viel Gold gesammelt, weil das Update kostet ganz schön viel Geld. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Als erstes mal hier der Kollege, der bringt euch das Implantieren von Reaktoren bei. Das heißt, zu dem Kollegen hier müsst ihr einmal. Und dann geht's auch schon los mit der Mission, weil ihr müsst hier so eine kleine Nebenmission machen. Das habt ihr auch nicht zu Beginn direkt. Das heißt, für alle da draußen, die noch nicht im schweren Modus sind und noch mitten in der Story sind, es kann sein, dass ihr noch gar nicht Reaktoren implantieren könnt. Das kommt erst etwas später. Jedenfalls, wenn ihr dann soweit seid, dann könnt ihr hier an der Werkbank ganz normal auch Reaktoren, da sitze ich genau vor, implantieren. Und das Ganze ist unfassbar teuer. Ich habe hier einfach mal bleibendes Vermächtnis, weil das für mich eigentlich ganz gut passen würde, versucht drauf zu machen. Und das kostet 200 präzise Ionenbeschleuniger und 2000 Ionenbeschleuniger. Ich habe gerade 2 und 2000. Bin dann direkt mal zur Forschung gegangen. Okay, dann baue ich mir halt mal eben ein paar. Erstmal dauert das natürlich unfassbar lange. Und es ist auch noch unfassbar teuer. Also 500 präzise Ionenbeschleuniger dauern erstmal über 15 Stunden und kosten 10 Millionen Gold. Also würde es nicht mittlerweile die Invasion geben, wo man jeweils 1 Million bekommt, sondern das wäre immer noch das alte System, wo man relativ lange braucht zum Farmen, dann wäre das ultra teuer. Und es ist auch ultra teuer. Also das Ganze könnt ihr zweimal machen. Das heißt, ihr könnt auf dem Reaktor 3 Waffen haben. Und ich hatte erst gedacht, als ich die Patch Notes gelesen habe, dass man jetzt verschiedene Fähigkeiten auch mit rübernehmen kann. Aber das leider nicht. Es ist auch meiner Meinung nach nicht so schön angezeigt. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber klar, ich verstehe schon, dass jetzt hier die Waffe rüberkommt. Aber vielleicht für jemanden, der nicht weiß, was passiert, ist das ein bisschen schwierig. Auch die Reaktorverbesserung könnt ihr dann auch nicht noch einmal machen. Also das bleibt dann auch beim Alten. Aber auf jeden Fall ganz gut, dass man da jetzt mehrere Waffen reinsocken kann. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn man mit 3 Waffen unterwegs ist, dass man da die Fähigkeitsstärke nicht verliert. Dann ganz wichtig, die Freyner-Tresor-Mission, die endet heute. Das heißt, wenn ihr da noch Punkte habt, dann gebt ihr auf jeden Fall alle noch ganz schnell aus. Nicht, dass ihr mal hunderte Punkte verschenkt. Geht dafür auf TFD Nexon, auf die Hauptseite von denen. Und dann oben rechts müsste sowas wie Events stehen. Da geht ihr auf die Tresore, meldet euch da an und gebt da die ganzen Punkte aus. Ansonsten gibt es jetzt hier auch neue Dailies und neue Weeklies. Das Ganze geht 21 Tage. Da könnt ihr hier einfach mal schauen, was ihr täglich machen müsst. Und auch was ihr Weekly machen müsst. Hier ein W und das Rest mit D. Und gerade Weekly ist ganz interessant. Verbessere einen Reaktor. Das sollte jeder von euch hinkriegen. Und dann kriegt ihr einen Kristallkatalysator. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal direkt zusammen. Und dann holen wir den Kristallkatalysator zusammen ab. Dafür könnt ihr wirklich jeden Reaktor nehmen. Ihr könnt auch hier einfach einen Reaktor theoretisch kaufen und den dann verbessern, falls ihr gerade keinen zur Hand habt und keinen farmen wollt. Keine Ahnung. Reaktor verbessern. Bap, bap. Zack, zack. Verbessern. Mission abgeschlossen. So einfach ist das. Und dann kommt auch schon direkt die Nachricht rein. Und da sollte dann auch direkt der Kristallkatalysator am Start sein, sehr gut. Und noch eine Box, wo coole Sachen drin sein können, okay. Und dann kam ja noch ein Riesen-Update zu den Sondereinsätzen rein. Und das ist meiner Meinung nach auch nochmal ein bisschen krasser für dieses Update. Ich habe da eben schon mal ein paar gemacht. Und es ist wirklich sehr, sehr witzig. Ihr werdet das gleich sehen. Gerade mit dem Freyner-Bild. Wenn ihr den nicht kennt, auf jeden Fall mal das Video abchecken. Ich habe einfach mal Kingston gestartet und geschaut, ey, wie sind die neuen Einsätze denn? Erstmal, die Wellen wurden reduziert auf 10, das heißt, es gibt keine 21 Wellen, sondern nur noch 10. Beschränkt sich auch auf die Verteidigungsmission. Da gibt es ja, glaube ich, nur 3, 4 Stück. Und die Gebiete wurden auch abgeändert. Das werdet ihr jetzt sofort sehen. In Kingston war es ja bislang immer so, hinten dieser eine Bereich, wo auch der leere Fusionsreaktor ist. Der Bereich ist jetzt geändert. Ihr seid jetzt genau davor, vor diesem Torbogen. Und hier kommen jetzt die Gegner über das ganze Gebiet. Von dort, da, rüber bis dahin. Und wollen das Ding kaputt machen, das bleibt alles gleich, aber also die kommen von hier, hier rüber komplett, ihr werdet gleich sehen, wie extrem krass das ist. Und ich habe Freyner. Und der ein oder andere, der den Bild schon kennt, weiß, was hier gleich passieren wird in 8 Sekunden.
Ich habe jetzt hier gerade noch den Frostwächter mit dabei. Ich habe es einmal gemacht, den Sonneneinsatz. Und das Ding ist auf Level 26, ist also auch sehr krass. Und jetzt kommt Gegner. Oh, da ist schon ein Frainer und macht das gleiche wie ich. Ja, das, was wir machen, ist das hier. Ein bisschen Feuerwerk. Und dann stellt man sich hier hin, wartet die Welle ab. Und that's it. Ich weiß natürlich nicht, wie das mit den anderen Charaktern ist. Aber mit Frainer ist es natürlich Gold. Also, muss ich noch mehr sagen, das ist wirklich richtig, richtig geil. Welle abgeschlossen. Ich habe nur eine Attacke gemacht. Ich war auch schon mal alleine in so einem Ding hier drin. Wenn ihr allein hier drin seid, dann geht das auch wunderbar. Jede zweite Welle kommt aber am Boss. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr eine Waffe dabei habt. Oder dann halt die Ult zündet, um den Boss zu killen. Und was soll ich dazu noch sagen? Das sind die neuen Sondereinsätze. Das Ganze geht immer 10 Runden. Und alle 2 Runden gibt es dann nochmal ein Geschenk. Und nochmal zusätzliche Waffenerfahrung. Da kommt der Boss. Und gerade hier in Kingston ist der Boss halt wirklich sehr, 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 sehr einfach. Ja, und das waren die ersten zwei Wellen. Ich mache jetzt hier nicht weiter. Es war einfach nur, um euch das einmal zu demonstrieren. Aber ja, die Sondereinsätze wurden komplett umgeändert. Also wirklich komplett. Klar, es sind immer noch Wellenmissionen. Aber nicht mehr so wie vorher. 21 Wellen und erst nach 6 Wellen gibt es eine Belohnung oder so. Also ist jetzt hier auch durchaus möglich in Kingston, im Echosum, Festung und Weiße Schlucht auch die Morphe sich zu farmen, würde ich immer noch nicht empfehlen. Es ist immer noch, auch wenn es jetzt viel schneller geht, aber ich weiß nicht, diese normalen Morphe, wenn ihr noch auf normal seid, dann klar, aber auf schwer macht das sowieso keiner mehr. Aber auf jeden Fall sehr cool, man kann extrem krass die Waffen leveln und jetzt mit den Reaktoren finde ich, ist ein echt gelungenes, cooles Zwischenupdate und ich gehe sehr stark davon aus, dass wir nächste Woche dann erste Informationen zu Season 2 bekommen. In dem Patch Notes stand auch drin, dass morgen nochmal ein Entwickler-Talk mit einem Q&A kommt, also für euch heute, wo dann bestimmt auch nochmal ein paar spannende Sachen drinstehen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Das wird bestimmt sehr spannend. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like auf dem Video freuen, Leute, und sage bis zum nächsten Mal, haut rein.